Ich muss hier rein. Kannst du den knacken? Okay, ich lasse es erstmal wieder. Mal wieder. Ich bin so der Super Volta-Forscher. Ups. Hier wird ein Schlüssel benötigt. Sekunde. Bitte was? Ich komme hier nicht mehr raus. Zum Glück haben wir den Outpost hinter uns gelassen. Ja, sterben hier. Wieso komme ich jetzt nicht mehr raus? Ernsthaft? Ich komme nicht mehr raus? Du kannst mich doch nicht hier einfach einsperren. Hey. Vermutlich haben Sie Fragen. Wieso ist der Eingangstür verriegelt? Machen Sie Witze? Wir stehen hier unter Quarantäne. Wir dürfen keine einzige Spore entkommen lassen, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Oh, auf bald. Vermutlich haben Sie Fragen. Beeilen Sie sich und... Ich habe die falsche Taste gedrückt. Du hast eine Tasche, habe ich gehört. Ach, sehr gesagt. Splittergranate, 6 Stück. Nehme ich doch alle mit. So aus. Muss ja. Du hast nicht zufällig den Schlüssel, oder? Du hilfst mir nicht wirklich, oder? Aufgaben, sonstiges, Aufgaben, Gegenstände, Laser, Waffen, Laserpistole, Laserpistole. Ich komme nicht raus, ich komme nicht rein. Egal, auf was ich da unten schieße, ich sterbe. Es sei denn natürlich, ich habe noch was anderes übersehen. Und das experimentiere ich jetzt aus.
Okay. Ich glaube, das ist nicht so hilfreich hier draußen. Lokale Karte. Allgemeines Areal, Sauerstoffaufbereitung. Die Tür könnte ich schließen. Ich lass dich mal hier. Geht klar. Sag mir Bescheid, wenn... Ja, was sag ich. Und dich lasse ich auch mal hier. Vielleicht haltet ihr das ja aus. Oder ihr sterbt beide. Das wäre nicht gut. So, ich wollte einfach nur das hier speichern. Und muss jetzt daran denken, dass ich die da hinten zurückgelassen habe. Ich habe ja ein bisschen die Hoffnung, dass das doch der Raum ist, den... Obwohl, das ist eigentlich der Raum, der kaputt gehen muss. Den würde ich glatt sagen, der muss gesichert werden. Okay. Granate. Ups. Ich und meine tollen Ideen. Ich bin zu blöd, das Ding rechtzeitig zuzumachen. Und ich glaube, die Tür explodiert eh. Okay, die Tür explodiert. Schade. Okay, Sechs Splittergranaten, danke. Ich hab's geschafft. Ich hab überlebt! Ich hol die beiden raus. Achso, ich sollte vielleicht das Dienstgewehr ziehen und nicht. Ihr lebt auch noch. Wunderbar. Dann wollen wir mal abmarschieren. Ja, mir nach. Dann lässt uns die Irre wahrscheinlich auch wieder raus hier. Ah, ich guck nochmal nach, ob die Tür vielleicht aufgegangen ist vom Serverraum. Wäre ja auch was geworden. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier schaut immer noch Gas aus. Wir haben das Gasding geschafft, ja? Die zurückkehren und berichten, dass die Dinger ausgemerzt wurden. Und weil wir faul sind, auch in den Fahrstuhl. Ja.
Vorsitzende da sitzte. Voilà. Ah, gut. Sie haben überlebt. Ich machte mir schon Sorgen. Es wird Sie sicher freuen zu hören, dass die Sporen kein Problem mehr sind. Das freut mich. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass so etwas nicht wieder passiert. Wir müssen die Forschungen löschen, die zu diesem Grauen geführt haben. Ja, was muss getan werden? Ich habe von hier aus eine Verbindung mit dem Sicherungssystem der Vault aufgebaut. Ich muss nur noch die Dateien löschen, dann sind wir hier fertig. Wie lange wird... Löschen Sie die Daten nicht? Warum denn auf einmal die Aufregung? Mit Ihrem Gekreische haben Sie mich ja fast zu Tode erschreckt. Diese Daten sind wertvoll für mich. Was soll das heißen? Ich habe Freunde bei einer Gruppe, die etwas harmlos entwickeln, das allen nützt. In den richtigen Händen könnte man damit viel Gutes tun, und dahin bringe ich sie. Es gibt wohl keinen Grund, Ihnen zu misstrauen. Gut, nehmen Sie die Daten und gehen Sie. Hoffentlich wissen Sie, was Sie tun. Ich habe die Türen entriegelt. Sie können also gehen. Auch wenn es mich schmerzt, muss ich gestehen, dass ich es ohne Sie wohl nicht geschafft hätte. Wenn Sie nach McCarran zurückkehren, richten Sie Dr. Williams bitte meinen Dank aus. Mach ich gerne, ja? Ich habe Karma dazu gewonnen. Warum auch immer. Dann gehe ich noch mal nach unten und guck mal, ob ich im Serverraum noch was habe. Inzwischen kenne ich mich ja hier aus. Sprach's und verlief sich, ich kenne das. Du hast die Tür nicht geöffnet. Die sieht immer noch etwas verschwommen aus, aber das macht ja nichts. Ich gehe in die Sauerstoffproduktion und guck mal kurz in meine Aufgaben. So, ja, Herzschmerzen und Ansage. Alle werden Brüder. Experimentdaten aus Vault 22 bringen. Okay, ich muss jetzt nochmal zu ihr. Die Experimentdaten nicht. Sind die da drauf? Hallo. Kümmern Sie sich nicht um mich. Ich räume hier noch auf, sammle meine Ausrüstung ein und so. Ich gehe auch bald. Ja, schön. Ja, gut, gehe ich erstmal, sag der anderen Bescheid und ja, Hauptsache ich kann wieder raus und woanders hin. Erste Ebene. Maintenance. Ach, schön, wenn die Tür wieder offen ist. Und dann raus ins Mojave-Wildland. Und dann gehen wir deine Karawane helfen. Das war doch in die Richtung, ne? Ja. Einfach hier geradeaus. I'm walking, yes indeed I'm talking about you and me, I'm hoping that you come back to. Ich laufe durch die Mojave und die Mojave mit mir. Da kommen gerade Skorpione. Oh, scheiße. Es sind nervige Fliegen. Aber die besiegen wir. Dann treten wir mal aufs Gas. Mach das.
Mir ist ein wenig schwindelig und gleich bin ich ein wenig tot. Glückwunsch, mir selbst. Status. Stimpack. Brauche ich noch ein paar. Ja, und eigentlich müsste ich zu einer Ärztin, aber ich warte mal ab, was, wie lange das noch machst. Okay, ich verliere Energie. Gar nicht lustig. Im Moment verliere ich keine Energie. Hoffe ich. Dafür höre ich jetzt die Idee der Geballer. Ah, hier war ich schon mal, oder? Horowitz Farm. Noch ein Stimpack, danke. Da kommt's rein. Okay, ich wollte eigentlich hier links um. Da ist die Karawanenzeugs. Tja, Cass. Sieht wohl nicht gut aus für deine Leute. Obwohl, das wusstest du ja vorher schon. Das ist ja schon vor Wochen passiert. Oh, Silver Rush. Diese Karawane wurde von noch mehr Energiewaffen erwischt. Die Mörder haben alles mitgenommen. Das Gemetzel sieht nach Bruderschaft aus. Ja. Aber die macht sowas nicht. Richtig. Hierfür gab es mit Sicherheit ein Motiv. Sehen wir uns mal etwas um und schauen, was wir finden können. Vielleicht ist was in den Trümmern. Das nehme ich mal an. Geplünderte Greifengüterkarawane. Leere Flaschen nehme ich nicht mit. Die darf was ist denn das? Schau dir mal die Karte an. Das ist die Route westlich von Vegas und... Ja? Da ist noch ein Punkt markiert. Da drüben, in der Senke. Das ist doch verrückt. Mitten im Nirgendwo. Sollen wir es uns mal anschauen? Ja, irgendwas stimmt nicht. Das spüre ich. Ist nicht dichter dran als vorher. Wenn du lieber nichts machen willst, lass es mich wissen. Die Zeit nehmen wir uns. Geht klar. Lass uns losgehen. Gleich, ich wollte hier noch was sammeln. Hast du mir angeboten. Aschehäufchen. Korken und Psycho. Ja. Noch ein Aschehäufchen. Korken. Membrats. Und Dosen. Ich bin überladen, kann nicht mehr laufen. Wegen den Dosen. Eddie, mein Freund. Altes Lastentier. Ein Wetter. Altmetall. B, Blechdosen. Nicht? Gegengift, wo sind die? Hydrahalsen, Höhlen, Spülen, Pilz, okay. Champignon-Schürze, so Kartoffelchips, Laserpistole. Ja, eine Laserpistole kannst du nehmen. Wieder. Ich hab doch hier irgendwelche Blechdosen. Zerballte Blechdose. 6 Stück. Danke fürs Nehmen. Und hier ist noch eine zerballte Blechdose. Milchflasche, Milchflasche, Cola, Energiequelle. Buch, Schrott. Aschenbecher, Laubbläser. Okay, kann weg. Du hast nichts. Du hast auch nichts. Herzschmerzer Ansage. Die letzte Karawane ist... Da war ich doch schon. Naja. Mission erledigt ist Mission erledigt.
Ach so, hier. Noch eine Karawane. Verbrannt. Aber hier hatte jemand ein Lager aufgeschlagen. Und niemand hat von diesem Angriff gehört. Ja. Sehen wir uns um. Hier ist doch was faul. Ja, das heißt, ich gehe hier einmal links und dann sagst du, hey, hier, guck mal. Du sagst, hey, hier, guck mal. Hey, hier, guck mal, was da geht. Oh, da unten. Echtdosen. Und hey, hier, guck mal, was da geht. Das war's. Das ist alles, was wir brauchen. Die Kaminrote Karawane und die Van Graffs. Sie stecken hinter dem Abfackeln dieser Karawanen. Und dafür werden sie bezahlen. Ich hol mir extra Moni, ein paar Flaschen Whisky, und dann zeige ich denen, wie Kesse die Rechnungen begleicht. Es gibt eine andere Möglichkeit. Wir können Beweise sammeln und sie der RNK überlassen. RNK? Hast du den Verstand verloren? Hast ihn gefunden? Das könnte Jahre dauern. Und durch den Krieg mit der Legion haben sie keine Zeit, sich um die Kaminrote Karawane und die Van Graffs zu kümmern. Der Schaden für die Van Graffs würde langfristiger sein und nach Westen reisen. Werden Sie sich überlegen, wenn Sie die Beweise sammeln? Ja. Geht klar, wenn du bei den Van Graffs und Alice nachbohren willst. Aber wenn ich eine von beiden in deren Lager sehe, dann fliegen die blauen Bohnen. Ganz egal, was du sonst noch findest. Ich habe noch ein paar Fragen. Dann stell halt deine Fragen. Freezeit? Das können Sie mir hören. Tja, keine Ahnung, warum dein Freund Mr. House ihn haben will. Aber es geht wohl nicht um die Kronkorken. Okay, genug los. Ich sammle hier noch ein paar Blechdosen ein oder was auch immer ich finde. Korken finde ich. Hey, die finde ich super. Große Whiskyflasche. Ach komm, ich entdecke das Ding nochmal und dann heize ich wieder zu den Waffenschiebern und bring Cass in dieses komische Gebäude, wo sie nicht hin wollte. Nein, zu diesen Silver Rush war das, glaube ich. Und ich wollte hier drin irgendwas machen. Also reingehen wollte ich zuerst und dann war hier irgendwas, oder? Klauen. Nein, nein. Ich will hier nichts klauen. Sollte ich hier nicht eine Pumpe reparieren oder sowas? Mir war so. Ah, entschuldige, dauert nur noch eine Stunde. Aktivieren. Pumpstation Terminal. Warnung. Das Filterungssystem hat Strahlung entdeckt. Keine Lecks in dieser Einrichtung gefunden. Untersuchen Sie bitte externe Ursachen, um dieses Problem zu lösen. Ach ja. Was externes. Sowas wie dieses Rohr hier. Alles super mit dem Rohr. Postzisterne. Oh. Hier klaue ich nichts. Mülltonne. Hier ist aber auch nichts wirklich Sinnvolles zu klauen. Nuka-Cola. Und zwar noch voll. Und hier sieht es aus, als hätte da jemand was reingetan. Okay. Blechdose. Blechdose, 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 Blechdose. Überladen. Altmetall. Ready. Das ist ein bisschen Altmetall und ein paar Blechdosen zu tragen.
und etwas. Weiteres, was irgendwie schwer ist. Sowas wie die Vorschulungskleidung und so. Ich bin so froh, dass der irgendwie die ganze Zeit nicht runterfällt, egal was ich ihm gebe. Ja, lecker. Okay, diese externe Sache scheint zu laufen. Ich gebe jetzt nicht das ganze Rohr ab. Ich hatte jetzt eigentlich vor, hier hinzugehen. Zum Osttor von Freeside. Und dann hoffe ich, dass sie gleich nicht durchdreht, wenn ich sie da reinbringe. Und wenn doch, ist es mir eigentlich auch egal. Mick und Rels. Hier werden sie erschossen. Nein. So, ja, hier, die, ne? Bang, 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 bang. Suchen Sie nach einem Schuss? Dann habe ich, was Sie brauchen. Was können Sie mir etwas über Bill und Jakob erzählen? Ja, Mann. Diese Schlitzohren sind über beide Ohren abhängig von dem Scheiß. Können nicht genug kriegen. Ziemlich lustiges Spektakel. Naja. Versuchen Sie, Ihre Kunden umzubringen? Die Deppen stammen aus der RNK. Ich liebe es einfach, Landbesitzer leiden zu sehen. Uns ging es prima, bevor die Scheiße hier aufgetaucht sind und Mist gebaut haben. Wir brauchen keine RNK-Eierköpfe, die nur für Unordnung sorgen. Ich möchte, dass Sie Bill und Jakob nicht mehr beliefern. Echt? Oh, Sie sind ja ein richtiger Engel. Wissen Sie was? Ich würde vielleicht aufhören, wenn für mich dabei was rausspringen würde. Die RNK beliefert Sie also mit billigen Drogen, um Freeside ruhig zu halten? Warten Sie mal. Sie können doch nicht rumlaufen und so eine Scheiße erzählen. Okay, ich verstehe, was Sie meinen. Sie brauchen sich keine Sorgen mehr darum zu machen, dass ich die beiden beliefere. Okay, danke. Den Drogenhändler erledigen. Ja. Hätte ich das auch erledigt. Hier drüben? Hier tut ein neuer roter Anstrich not. Okay, der lief jetzt irgendwie in eine andere Richtung als die ich erwartet hätte, aber ich muss da eh hin. Na, reicht schon. Zeit für eine Revanche. Vorsicht! Jetzt wird getanzt. Ihr müsst mir echt mal sagen, wo die Gegner sind. Na, ihr könnt das mal machen. So, was bist du für einer? Was denn? Hey, können Sie ein paar Kronkorken entbehren? Ich treibe Geld an, um es zu Gerrits zu geben. Sie sind der Greg, der die Schulden bei Gerrits hat? Das kommt ganz darauf an, wer fragt. Oh mein Gott, du bist echt hässlich. Sie schulden den Gerrits eine Menge Kronkorken. Ich soll sie eintreiben. Mist. Ich hatte gehofft, dass Sie meine Rechnung vergessen würden. Hey, ich habe die Kronkorken zur Hand. Also tun Sie mir nicht weh. Wer die Gerrits übers Ohr haut, zahlt den Preis. Her mit dem Rest oder sind Rattenfutter. Was soll's? Gut, schon gut. Hier, das ist alles, was ich habe, wenn man mal von meinen Klamotten absieht.
Ich werde mal einen Exemplar in die Statue her mit den Klamotten, sonst lege ich sie um. Nein, danke. Das wird reichen. Wenn Sie nochmal mit den Gerds anlegen, sind Sie ein toter Wahn. Das werde ich tunlichst vermeiden. Danke, dass Sie mich nicht getötet haben. Danke, dass ich dich nicht töten musste.